Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Baphomets Fluch. Ja, untersuchen wir das hier. Die Schubladen der Kommode waren leer. Es sah aus, als seien sie schon vor Jahren geleert worden. Und hier haben wir. Ein altes Textbuch auf Französisch. Jetzt war keine Zeit zum Lesen. Unter der Theke stand ein Safe. Kein Staub lag darauf. Jemand benutzte ihn noch. Der verrottete Boden hatte begonnen, unter dem Gewicht nachzugeben. Ich Ah. war sicher, dass die Strebe den Safe im Zimmer darüber stützte. Mist! Der Safe war verschlossen. Aber das überraschte mich eigentlich nicht. Ich war sicher, dass die Strebe den Safe im Zimmer darüber stützte. Ja. Okay, was haben wir sonst noch? Das hier. Die Schubladen der Kommode waren leer. Und Es war nur ein Perückenkopf. nur ein Perückenkopf, okay. Gut, hier kann man nichts machen, da auch nicht, da auch. Okay, da auch nicht. Gehen wir weiter. Schon eine fantastische Idee. Oder auch nicht so fantastisch. Ja. Weiter geht's. Weiter geht's. So. Genau. Jetzt da hoch. Es war ein alter Scheinwerfer. Er leuchtete hell. Ah! Verdammt, ist das heiß! Was für eine unglaublich dämliche Aktion. Der Scheinwerfer war heiß genug, um die Schminke zu schmelzen. Mir stach der Geruch von brennendem Fett in die Nase, als die Schminke schmolz. Aber immerhin klappte es. Ich habe zwar keine Ahnung, was wir damit machen, geschmolzene Theaterschminke. Die Hitze des Scheinwerfers hatte die Schminke geschmolzen. Okay. Benutzen. Die Schminke war schon geschmolzen. Benutzen. Das würde hier nicht gehen. Benutzen. So würde ich keinen Erfolg haben. Okay. Nico? Nico? Ja? Ein Tresor? Der Safe da hinten wurde kürzlich benutzt. Er ist verschlossen. Wenn etwas so wichtig ist, dass Susaro es im Safe einschließt. Genau. Gut, Stützstrebe. Ich glaube, die Strebe stützt den Safe von unten ab. Naja, er sackt fast durch den Fußboden. Vielleicht gibt es mehr als eine Methode, einen Safe zu knacken. Okay. Ich glaube, die Strebe stützt den Safe von unten ab. Naja, er sackt fast durch den Fußboden. Vielleicht gibt es mehr als eine Methode, einen Safe zu knacken. Ja, das wissen wir ja schon. Okay, jetzt noch das hier. Sieh mal, Nico, ich habe die Schminke erhitzt und sie ist geschmolzen. Ich kann mir gut vorstellen, wie du im Kindergarten warst, George. Ich war ein richtiger Schlingel. Okay, und was machen wir mit der? Du glaubst also nicht, dass diese geschmolzene Schminke uns etwas nützt? Mir jedenfalls nicht. Okay. Gut, dann gehen wir die Strebe losmachen. Losmachen. So, hier und da. Kann man ein. Ah. Gut. Waren wir hier schon? Nein, so doch nicht. Entweder klemmte die Tür oder sie war verschlossen. Ja.
deine immer gleichen Sprüchen helfen dir hier nicht weiter. Gut, ich dachte, es wäre vielleicht eine kleine Abkürzung, aber nein. Ich dachte, wir müssen den Typen da verschwinden lassen, also Flap hieß er. Ja, okay, nach unten. Und dann war es genau das hier. Dann mal weg mit dir. Ich vermutete, dass die Strebe den Safe im Zimmer darüber stützte. Die Strebe ließ sich nicht bewegen. Der Widerstand am Boden war zu groß. So. Ich hatte die Hoffnung, dass die geschmolzene Schminke als Schmiermittel funktionieren würde. Gut, dann weg mit ihm. Selbst mit dem Schmiermittel konnte ich sie nicht allein bewegen. Verstehe, allein bewegen, gut, dann so. Hey Nico, kannst du mir einen Augenblick helfen? Natürlich, was soll ich tun? Hilf mir, diese Strebe herauszuziehen. Das ist ziemlich gefährlich, George. Vertrau mir, ja? Also gut. Wow. Mein Gott! So kann man auch einen Safe knacken. Du hast aber nicht gesagt, dass du auch meinen Schädel knacken willst. Nur eine kleine Fehleinschätzung. Du kennst mich doch, Nico. Tja, ohne Fehler wärst du nicht du selbst. Okay, was haben wir hier? Nico schien wütend zu sein, weil ich sie beinahe umgebracht hatte. Aber die Sache hatte auch ihr Gutes. Der Safe war beim Aufprall aufgesprungen. Zwei Dinge waren darin. Ein Kartenschlüssel und ein erstaunliches Artefakt. Es war aus Stein gehauen und mit seltsamen Kristallen besetzt. Mein Gott, Nico, sieh dir das an! Was ist das? Was auch immer es ist, Susaro hält es offenbar für wichtig. Gut, wir haben beides genommen. Im Safe war sonst nichts. Gut, ich weiß, für was das Lesegerät ist, aber zuerst einmal... Das seltsam geformte Artefakt war mit blauen Kristallen verziert. Okay, gut, dann gehen wir raus. Und wir gehen hier zum Kartenlesegerät. Okay, gut, dann so und hier. Hey Nico, ein Fahrstuhl. Wir haben die Wahl zwischen abwärts oder abwärts. Du hast mir gefehlt, weißt du das? Du mir auch. So, das wäre geklärt. Gehen wir. Okay, was haben wir hier? Ein Knopfdruck würde uns wieder hinauf ins Theater bringen. Gut, aber Susaro findet, dieses Stützpunkt braucht man nicht mehr. Nico? Ja? Was glaubst du, was das ist? Was das hier wohl sein soll? Ich habe keine Ahnung. Ein Geistertelefon vielleicht. Willst du mit Elvis sprechen? Sag ihm, ich ruf später an. Dieses Ding vibriert. Fühlt sich toll an. Vielleicht ist es ein antikes Massagegerät? Okay. Gut, ein antikes Massagegerät. Okay, das geht hier schon mal tief rein. Sieh dir das an. Was ist das? Irgendein Symbol, in den Stein gemeißelt.
Das wurde wahrscheinlich beim Graben dieses Tunnels gefunden. Es sieht aus wie ein gespaltener Blitz. Was das wohl bedeutet? Keine Ahnung. Oh. Er war wunderschön gearbeitet. In meiner Wohnung hätte er toll ausgesehen. Dann nehme ich mit. Der Stein sah schwer aus. Den würde ich bestimmt nicht aufheben. Okay, dann hat eben nicht. Boah. So ein... Mein Gott, Bruno hatte recht. Oh, George, es ist wunderschön. Wer kann so etwas erschaffen haben? Noch wichtiger, wozu dient es? Eine Brücke führt in die Mitte. Sehen wir nach. Okay. Dann volles Karacho und was ist das? George, sieh mal. Es ist eine Art Säule aus Energie. Drachenkraft? Sieh mal hinein. Sieht aus wie eine Art Stein. Wahnsinn. Seit Jahrtausenden in Position gehalten. Was zum Teufel? Hast du das gesehen, Nico? Ja, aber ich kann es nicht glauben. Verrückt. Es mag dich, George. Okay, schau es an. Zunächst sah es wie eine Plasmasäule aus. Aber nach genauerem Hinsehen erkannte ich, dass etwas darin gefangen war. Die Oberfläche sah gefährlich aus. Gut, dann greif rein und hol es. George, was ist passiert? Eben war es noch ganz fest. Ich weiß nicht, es ist seltsam. Was hast du rausgenommen? Es sieht aus wie ein flacher Stein mit einer Art Omega-Zeichen drauf. Was macht ein Stein in einer rätselhaften Energiesäule? Und warum konnte ich ihn nicht nehmen? Keine Ahnung. Charisma? Pass auf, Freundchen. Okay, rede mit dir. Nico? Ja? Sag, ich liebe dich. Ach, egal. Was haben wir sonst noch? Nichts mehr. Was zum Teufel war das? Was ist los? Die sind ganz wahnsinnig vor Angst. Es ist nur ein Mann. Warum rennen sie davon? George, schnell! Jemand kommt im Fahrstuhl herauf. Oh nein, es ist Cesaro. Und er hat seine Freundin dabei. Nico, wir kommen nicht rechtzeitig am Fahrstuhl vorbei. Such dir ein Versteck. Stobart, von Ihnen und Ihrer lästigen Freundin habe ich genug. Wie schade. Ach übrigens, Ihre Vorstellung gefiel mir sehr. Jetzt fällt aber der Vorhang. Leben Sie wohl. Was zum Teufel war das? Was ist los? Die sind ganz wahnsinnig vor Angst. Es ist nur ein Mann. Warum rennen Sie davon? Einen Mann, aber George scheint ihn zu erkennen. George, schnell! Jemand kommt im Fahrstuhl herauf. Oh nein, es ist Cesaro. Und er hat seine Freundin dabei. Nico, wir kommen nicht rechtzeitig am Fahrstuhl vorbei. Such dir ein Versteck. Was macht er hier? Wie ist er an all den Posten vorbeigekommen? Die Männer sind schwach. Sie verstehen nicht, was auf dem Spiel steht. Warte einen Augenblick hier. Wir werden ja sehen, was nun passiert. Petra, da sind sie. Töte sie. Schnell, George, hierher! Wenn sie keine Kugeln hat, wie konnte sie uns vorhin erschießen? Das wird mir ein Vergnügen sein. Warten Sie, wir können drüber reden. Zu spät. Halt!
Was zum Teufel war das? Was ist los? Die sind ganz wahnsinnig vor Angst. Okay, man kann das nicht überspringen. Super. Es ist nur ein Mann. Warum rennen sie davon? George, schnell! Jemand kommt im Fahrstuhl herauf. Oh nein, krank. Es ist Cesaro. Und er hat seine Freundin dabei. Nico, wir kommen nicht rechtzeitig am Fahrstuhl vorbei. Such dir ein Versteck. Was macht er hier? Wie ist er an all den Posten vorbeigekommen? Die Männer sind schwach. Sie verstehen nicht, was auf dem Spiel steht. Warte einen Augenblick hier. Wir werden ja sehen, was nun passiert. Ja, wir... Sollen wir warten? Wenn wir warten, könnte es passieren, dass nichts passiert. Okay, es passiert. Es passiert rein gar nichts, wie es scheint. Ich dachte, vielleicht würde er jetzt sagen, okay, komm, wir gehen. Petra, da sind sie. Töte sie. Schnell, George, hierher! Nicht schnell genug, du blonde Psychopathin! Verdammt! Ha, noch geschafft. Puh. Ich halte die Türen auf, damit der Fahrstuhl nicht runterfährt. Such etwas, das wir in die Türen klemmen können. Ja. Wenn wir die Leiche nehmen, können wir sie... Er hatte nichts bei sich. Jemand hatte ihn bereits durchsucht. Vielleicht die... Metallstab... ja. So kam ich hier nicht weiter. Ah. So rein da? Entweder klemmte die Tür oder sie war verschlossen. Ja, das wissen wir ja. Das ist hier. Muss das hier sein? Sieht so aus, als wäre ihr Streberleben vorbei. Dann halt die Leiter. Eine sehr alte, vom Holzwurm zerfressene Leiter. Im Safe war sonst nichts. Verdammt. Eine sehr alte, vom Holzwurm zerfressene Leiter. Okay, Streberleben ist vorbei, ja. Sieht so aus, als wäre ihr Streberleben vorbei. Okay, der Stuhl. Diese Kiste. Was können wir benutzen, um die Tür zu verrammeln? Die Tür war abgeschlossen. Er wollte niemanden hereinlassen. Okay. Verdammt. Okay, was können wir als Ersatz nehmen? Ich hätte gesagt, Ha?
Okay, hier rüber, da. Verdammt. Wir brauchen etwas, das die... Na toll, der einzige Weg nach draußen war bewacht. Aber das dringendere Problem war, wie ich Nico helfen konnte. Je länger ich sie allein ließ, umso wütender würde sie werden. Okay, es muss also... Es gibt nichts, was oben ist. Vielleicht sonst irgendwo hier? Irgendetwas, was ich noch nicht... gesehen. Eine schön gemalte Kulisse. Es war eine perfekt gestaltete Marktplatzszene. Obst- und Trödelstände. Okay, gut. Schön zu wissen. Okay, hier scheint es nichts zu haben. Der Safe hatte ein Riesenloch im Boden hinterlassen. Ja. Die Schubladen der Kommode waren leer. Ich spürte seinen Blick auf mir. Wurde es kälter hier drin? Ich spürte seinen Blick auf mir. Wurde es kälter hier drin? Okay. Verdammt, was können wir nehmen? Der Safe hatte ein Riesenloch im Boden hinterlassen. Ein altes Textbuch auf Französisch. Aha, aber sonst nichts mehr. Gut, dann gehen wir runter. Ich dachte mir, man könne die Strebe oder so nehmen, aber... Sieht so aus, als wäre ihr Streberleben vorbei. Die Stützstrebe lag nun am Boden. Verdammt. Bringt alles nichts. Verdammt, okay. Nico ist da drüben und warte nur drauf, dass wir irgendetwas machen. Ich konnte Nico nicht ablösen. Ich musste einen sicheren Ausweg für uns beide finden. Nico hielt die Tür fest, damit sie nicht zuging. Ich musste etwas anderes finden, damit sie offen bleibt. Okay, die Strebe. Das würde ich auf keinen Fall tun. Ich konnte Nico nicht ablösen. Ich musste einen sicheren Ausweg für uns beide finden. Es gab keinen Grund, das zu versuchen. Okay, wie wär's mit der Münze? Wie bei Scrubs? Das würde ich auf keinen Fall tun. Au. Okay, die Leiche können wir nicht einfach da hinlegen. Aber nach der Zeit zu urteilen, würde ich sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.